So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Missionen kommen nachher. Also, die werden ja um 15 Uhr fangen die Missionen an. Ich werde aber erst so gegen, keine Ahnung, 4:30 ungefähr zu Hause sein. Und dann setze ich mich natürlich direkt dran und mache für euch die Missionen und werde natürlich jede Mission auch wieder hochladen. Also, da einfach ein bisschen Geduld haben. Falls ihr Fragen habt, wie gesagt, immer unten in die Kommentare damit. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich direkt schon mal rein in den Shop. Kurz vorweg, ihr habt wieder die Chance, einen Skin zu gewinnen, beziehungsweise an der Verlosung teilzunehmen vom aktuellen Shop. Die Verlosung findet, weiß ich noch nicht genau wann statt, weil als Ziel haben wir uns gesetzt 2500 Abonnenten. Ist zwar eine große Zahl, wenn man es so will, sind jetzt noch 540 Abonnenten circa, aber wir wissen alle, es kann verdammt schnell gehen. Und da ich ja noch nicht wirklich etwas eingenommen habe, muss ich mir natürlich erstmal die V-Bucks in Rette die Welt erspielen. Aber ich denke mal, das kriege ich easy hin. Also, wenn du uns gegen gewinnen willst, die Mission nicht verpassen willst oder irgendwelche Updates nicht verpassen willst, gerne ein Abo da lassen. Kostet dich nichts. Und das Wichtigste ist, wegen dem Skin dann, bitte schick mir definitiv eine Freundschaftsanfrage. Nämlich an yt-family. Heck. Na. So. Einfach dann auf Abschicken. Wie du siehst, an mich selber kann ich keine schicken. So. Aber du bist auch dann nicht alleine, weil wie du siehst, wir sind jetzt bei 700 Kontakten ungefähr. Also es sind schon ein paar, die was gewinnen wollen und die auch bei Custom Games etc. mitmachen wollen. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in den Shop. Oh, der Finsterbomber. Kennen wir doch. Gehen wir mal direkt rein. Ja. Aber inzwischen, was ich auch schon bei vielen anderen gelesen habe, gestern schon bereits, weil die Skins wurden ja schon geleakt, dass inzwischen wirklich zu viele Bomber kamen. Aber der normale Bomber, ne. Der Skin hier wurde in Season 6 eingeführt. Ah, okay, dann sieht man auch mal, wann der Skin ins Spiel reinkam. Ist anscheinend jetzt noch eine neue Eigenschaft vom Update her. Aber so an sich, klar. Also der Skin gefällt mir schon mal besser als der Farbenbomber. So, ja, die Tasche, naja. Gut, zu meinem jetzigen Skin passt er gerade gut. Aber so an sich, naja. Also die Tasche, da hätten sie sich auch was anderes einfallen lassen können. Aber wie gesagt, so an sich Skin in meinen Augen top. Also der sieht wirklich gut aus. Dann haben wir hier noch die Pickaxe dazu. War ein bisschen leise, habe ich das Gefühl. Warte mal, kann ich die Musik leiser machen? Das hört man ja kaum. Dann, dann, dann. Einstellungen. Zack. Die Pickaxe hat man ja wirklich gar nicht gehört. Haben die irgendwie einen Sound leiser gemacht? Ah, der Ton ist schon geil. Und dann ist sie noch reaktiv. Also wer auf Einhand Pickaxe steht, für den ist das. Für mich ja leider nicht, weil wie gesagt, ich spiele am liebsten echt mit zwei Hand. So, dann noch die Glyphe der Dunkelheit. Der Kleiter ist echt geil. Also der Kleiter hat was. Ich mag hier eh diese einfachen Kleider. Also entweder immer Fallschirm oder Regenschirm oder Sonnenschirm. So. Ach, ich hätte es fast vergessen. Wegen der Freundschaftsanfrage. Warum ihr die schicken sollt. Ganz einfach. Ich zeige es euch ganz kurz. Stell mir einfach vor, wir hätten jetzt die Verlosung. Du hättest gewonnen. Und würdest heißen. Alita 08 0805. Dann könnte ich dir zum Beispiel das Geschenk jetzt noch nicht schicken, sondern halt wie gesagt erst in einem Tag. Deshalb die Freundschaftsanfrage früh genug rausschicken, damit ihr einfach auf der sicheren Seite seid und könnt was aus dem heutigen Shop dann quasi gewinnen, wenn die Verlosung dann stattfindet. Nur kurze Info hatte ich eben nicht erwähnt, deshalb die Freundschaftsanfrage. So, dann machen wir weiter. So, was haben wir denn noch? Ah, hier, ja doch, steht jetzt immer dabei, aus welcher Season die sind.
Okay, das ist auch nicht schlecht. Ja, der ist die weibliche Variante vom Beast Geschwader, sage ich jetzt mal. Ja, an sich ganz nice, der Skin, aber obwohl, eigentlich er ist schlank, ziemlich dunkel, aber könnte schon fast zu dunkel sein. Aber für 800 V-Bucks geht ja eigentlich definitiv klar. Also wenn ihr jemand seid, der sich günstige Skins holt, dann ist der definitiv einer der besseren. So. Ach, da ist der männliche. Also, wir haben das komplette Beast-Team wieder drin. Wo ich ja gesagt habe, der sieht ein bisschen aus wie Robocop. Viele, die vielleicht nicht wissen, Robocop war also ein Zukunftspolizist, sage ich jetzt mal. Wie der Name auch sagt, Robo und Cop. So, was haben wir noch? Einmal die Robo-Randale. Ne, Robo-Randale, so rum. Ja, hört schon nicht schlecht an. Halt mal was anderes. So, Kleider gibt es dazu, glaube ich, keinen. Ne. So, dann wieder zurück. Oblivion aus Season 4. Wir sind halt jetzt gerade anscheinend ein bisschen in der Zukunft, was die Skins heute betrifft. Dazu noch das passende Rückenaccessoire. Warum nehmen wir dann den Skin nicht dran lässt? Nee, nee, nee. Ja, ist natürlich blöd jetzt ein bisschen auf dem Skin. Warum zeigen wir es ja nicht auf dem anderen an? Aber auch an sich ein netter Skin. Klar, 2000 V-Bucks, da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die dafür opfern will. Aber so an sich eigentlich ein guter Skin. So, dann haben wir noch Kriterion. Der wurde in Season 4 eingeführt. Okay, ich glaube, oft war der nicht im Shop, oder? Ich meine, ich kenne ihn zwar, aber vom Bauchgefühl her, er ist, glaube ich, nicht so beliebt, weil ich ihn nicht wirklich oft gesehen habe in Lobbys oder so. Aber es ist halt einfach, ja, im Prinzip eine Abwandlung von Oblivion. Aber trotzdem spielbar, würde ich behaupten. So, dann haben wir noch den Kleiter. Ja, der nimmt, glaube ich, viel Platz weg, weil er ziemlich breit ist. Gehört aber auch zum Oblivion Set, von daher alles gut. Aber der Kleider würde eigentlich dann nur noch zu ihm passen. Aber man darf ihn nicht vergessen, den Kleider sieht man nur am Anfang, von daher ist das eigentlich auch egal. So, das war das. Und dann haben wir die Lama-Glocke. Ist nicht schlecht. Aber ich finde es halt gut, dass da jetzt immer steht, wann dieser Gegenstand in den Shop geholt wurde. Also das ist doch interessant. Dann haben wir Splittersichel. Man überlegt dann immer, zu welchem Skin der gehört. Aber da kennt ihr euch wirklich besser aus. Wie gesagt, hier ist der Ton dazu. Der Schmetterling ist natürlich auch geil. Also gefühlt ist das, glaube ich, die einzigste Spitzhacke, wo irgendwie was drumherum fliegt. Ah, es fliegt auch drumherum. Zwar immer nur im Kreis. Aber wenn die in der Bewegung ist, merkt man das nicht, dass sie so komisch sich bewegt. Das ist nicht schlecht, die Spitzhacke. So, dann haben wir Garnisonen drin. Aus Season 5. Kann ich wenigstens immer sagen, wo der aus welcher Season das ist, um nur ein bisschen anzugeben? Nein, Quatsch. So, ja, ist eigentlich auch ein schlechtes Skin nicht. So zur Zeit bringen sie für 800 V-Bucks die guten Skins rein, finde ich. So, dann haben wir noch Aeronaut. Der kam auch in der letzten Season. Ja, ich glaube, der Skin wäre mir persönlich zu klobig. Aber wir wissen ja, Geschmäcker sind verschieden. So, dann haben wir noch Klappe die 14. Aus Season 4. Kennt man fast aus allen Fortnite-Videos von anderen YouTubern. War nämlich echt beliebt bei vielen. So, dann haben wir aber doch was Neues, nämlich den Glyphentanz.
Ah ja. Der ist nicht schlecht. Oh ja. So, dann würde ich sagen, war es das aber auch schon wieder mit dem Shop. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch was kauft. Oh, mein Creator-Code steht selber nicht mehr drin. Also, YT-Family Hack. Warum der nicht drin steht, frage ich mich selber, weil ich das eigentlich jeden Tag aktualisiere. Also guckt immer nach, ob euer Name mit der, beziehungsweise mein Name dann da steht. Zack. Ja, da steht's auch. Da seht ihr auch immer, ob ihr ihn unterstützt oder nicht. Und dann würde ich sagen, war es auch mit dem Video. Wie gesagt, heute gibt es zu 99% keinen Livestream, weil ich halt, wie gesagt, alle Aufgaben machen muss für euch. Und deshalb würde ich sagen, kleine Info am Rande und haut rein.